Hallo ihr Lieben, ich bin nicht im Stall, wie ihr seht. Aber wo bin ich? Hier ist so ein bisschen freies Feld, aber da ist mein Pferdehänger und da drin ist auch der Cantolino. Wir beide haben nämlich heute was ganz Besonderes vor. Der Canto hat heute eigentlich quasi frei, aber ich fand es irgendwie langweilig, nur zur Wiese zu gehen oder zu longieren. Und das Wetter ist so mega cool, es ist total heiß. Und da dachte ich mir, der Canto und ich gehen heute das erste Mal zusammen schwimmen. Da ich das noch nie mit Pferd gemacht habe, habe ich mir jemanden geschnappt, der sich damit ganz gut auskennt, nämlich die Anja mit dem Soli. Und die beiden werden uns begleiten und ich hoffe, dass sie mir alles Wichtige erklärt. Also eigentlich ja kein Hexenwerk. Ich war ganz, ganz früher auf dem Seehof Reuter auch mit Pferden schon mal schwimmen, aber eben noch nie mit einem von mir. Und ich freue mich mega, bin total aufgeregt und ihr seid mit dabei. Als erstes hole ich jetzt den Canto hier mal raus. Die Anja meinte zu mir, dass sie einfach ohne Sattel hinreitet. Aber ich bin den Canto noch nicht so oft ohne Sattel geritten, deshalb werde ich ihm jetzt einen Sattel draufpacken und dann einfach am See absatteln. Cantolino! Hallo! Wir sind da! Hallo Schatz! Geht's dir gut? Ich glaube, dem ist auch warm. Der freut sich auch auf eine Abkühlung. Das ist eine neue Schabracke von mir und wie ihr seht, die hat vorne noch diese Bändel. Die muss ich jetzt erstmal abschneiden. Es ist ganz schön heiß, der Canto ist am Schwitzen und wenn ich ganz ehrlich bin, es ist so heiß, dass ich am liebsten keinen Helm aufsetzen würde jetzt zum Hinreiten. Aber das gibt es natürlich nicht. Ihr wisst, dass ich immer mit Helm reite, also auch wenn es 38 Grad sind. Ich habe das übrigens letztens mal in einem Livestream gefragt. Habt ihr irgendeinen Tipp gegen Kopfschwitzen? Ich schwitze einfach so krass am Kopf. Meine Haare sind nach dem Reiten immer so nass, als hätte ich geduscht. Und dann dauert es einfach 2 Stunden, bis die trocken sind. Horror! Auf jeden Fall habe ich hier voll den Rucksack gepackt. Da sind Handtücher drin, Ersatzklamotten, eine Bürste, Trinken, Möhre für ein Canto, lauter so lustige Sachen. Wahrscheinlich lacht die Anja mich gleich aus. Ich bin halt so ein bisschen gerüstet, als ob ich auf so einen Adventure-Trip gehe. Naja, egal. Wir warten jetzt so ein Momentchen, dann trennt sich den Canto und dann geht's los. So, die Frau Mertens ist auch endlich da. Ich hab gesagt, ich brauche noch ein bisschen. Ja, sie hat mir gesagt, dass sie noch ein bisschen braucht. Ich war zu früh, ich war ein bisschen aufgeregt. Ich habe einen Rucksack gepackt. Okay. Ich hänge mir mein Handtuch um die Schultern. Ich habe einen Rucksack gepackt. Das ist süß. Süß, sie sagt, das ist süß. Sie lacht mich aus. Ich komme mir so ein bisschen vor wie die Mädchen vom Immenhof. Ich bin die Annika mit meinem Abenteuerrucksack. Ich sehe aus, als ob ich auf so einen Adventure-Trip gehe und die Anja so, ja, schwimmen. Und ich so, aber ich habe alles dabei, auch eine Bergsteigerausrüstung für Notfälle. Ich habe anscheinend gar keine Zügel. Wie, du hast keine Zügel? Ja, ich werde die jetzt finden hier irgendwo, aber... Also Anja sucht noch ihre Zügel, aber lach nochmal über mich und meinen Adventure-Rucksack. In Riesenbeck waren wir ja schon mal im Wasser, allerdings war das ja eher so ein kleiner Fluss und ich bin total gespannt, ob er jetzt am Anfang ein Thema hat. Er möchte schon wieder essen. Die Luft wird ein bisschen frischer und das liegt daran, dass da schon das Wasser ist. Da ist der See. Canto, so, kann ich schon rein? Kann ich schon rein? Nein, darf ich dich vielleicht erst absatteln? Leute, das ist so mega! Das macht
macht so mega, mega viel Spaß. Und der Cantolino ist so mutig. Beim Schwimmen grunzt er ein bisschen. Aber der macht das so cool. Wisst ihr, ich habe ja lange überlegt, was für ein Pferd ich kaufen soll. Und vielleicht ist der Canto nicht der, der am allermeisten drin hat und mit dem ich S-Springen reiten kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Tage wie die hier, die zeigen mir einfach, dass ich das richtige Pony gekauft habe. Und guckt euch den an, wie toll der ist. Der ist einfach so mega und so unkompliziert und man kann jeden Scheiß mit dem machen. Und der macht mich einfach mega glücklich. Der Cantolino. Komm, Seepferdchen. Ja. Stars are bright to call you up just to hear your voice. Ich bin mega happy, dass ich das mit dem mal so erleben kann. Und dass es direkt so gut klappt und ich mit dem schwimmen kann, ist so cool. Wow! Also wir planschen jetzt hier noch ein bisschen rum und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!